So, ja, herzlich willkommen an alle, die hier dabei sind. Wir freuen uns total, sowohl hier auf Zoom als auch Facebook Live in der Gruppe mit euch zu sein. Die liebe Maria, unser super Diamond, einer unserer Diamonds, ist so lieb und will uns und möchte uns und wird uns interviewen zu unserer Veranstaltung am 14. September, die wir wieder mal machen. Wir wagen uns wieder mal eine ganz, ganz große Veranstaltung zu machen. Diesmal eine richtig große. In dem Raum haben Platz 600 Teilnehmer. Im Moment haben wir Anmeldungen von circa 350 Menschen, was richtig toll ist. Nur wir wollen natürlich den Raum füllen mit allen, weil wir haben ganz, ganz viel Spezielles. Ja, wir haben euch viel Spezielles zu bieten, würde ich mal sagen. Und die Maria hat so einige Fragen an uns, du Liebe. Ja, genau. Also ich gehe davon aus, also die meisten kennen eure Events und lieben eure Events. Also und für alle diejenigen, die jetzt noch nicht live bei euren Events waren, ist eigentlich so dieser heutige Zoom-Call gedacht, weil ich gehe davon aus, die meisten waren schon mal bei irgendwelchen, sagen wir mal, Young Living Events, wo man rausgegangen ist und man war so richtig bis oben voll, bis an die Haarspitzen voll mit Energie und man hat so richtig gesagt, hey, ich weiß es und ich habe auch richtig Lust, die ätherischen Öle mit anderen zu teilen. Man ist rausgegangen, als hätte man so ein Cape um, so ein Mood Cape. Ja. Und ich gehe davon aus, also ich meine, ich kenne eure Seminare nur so, dass man also wirklich gut gefüllt ist, da hinzufahren. Und ich meine, das allein ist jetzt schon mal, also wenn ihr so das Gefühl habt, ihr braucht jetzt irgendwie so eine Druckbetankung an guter Energie und dem Young Living Vibe, dann ist es sowieso eine Pflichtveranstaltung. Und für alle einfach gerade mal so als Basis, für wen ist dieser Event gedacht? Ist es so für alle, für Öleanwender oder für wen ist er? Du, ich. Ja, also ganz wichtig, dieser Event ist für alle Young Living Fans und für alle Neue gedacht. Und dementsprechend haben wir auch die Veranstaltung ausgerichtet. Und weil es so wichtig ist, weil auch Neue, die vielleicht nur ganz wenig von Young Living wissen, dazukommen sollen. Und da haben wir halt wirklich die tollsten Menschen eingeladen, die unseren Event eben mitgestalten. Ja, und es ist wirklich so, egal ob du gerade erst begonnen hast oder vielleicht sogar noch nicht mal begonnen hast, ja, du hast eine Freundin, wo du sagst, du möchtest dir unbedingt zeigen, was hinter Young Living steckt, nimm sie einfach mit, ja. Also es ist wirklich, dieser Event ist absolut für jeden gedacht, ob du neu bist, schon lange dabei bist, ob du wieder einen Energieschub brauchst, ob du wieder Motivation brauchst, egal was es ist, ja, sei dabei. Oder ob du einfach nur Gleichgesinnte rund um dich genießen möchtest, egal was, einfach dabei sein. Also das Gleichgesinnte ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine, da sind natürlich auch die Sprecher, da sind die schon viele, viele Jahre mit Young Living arbeiten, die Produkte verwenden, die erfolgreich sind. Und die habt ihr natürlich dann einen Tag lang auch, also in den Pausen und wo auch immer ihr sie gehen seht, dann habt ihr einfach wirklich die Möglichkeit, die anzusprechen. Und das allein konnte schon manchmal so ein 5-Minuten-Gespräch im Aufzug oder wo auch immer, also so ein magischer Türöffner sein. Das kenne ich von mir. Ich weiß nur, wo ich die Marcella Hartwig, also Marcella ist so einer, der ist so wirklich seit den Anfängen von Young Living dabei und ich habe sie mal im Aufzug gesprochen und ich habe gesagt, so, wie groß ist denn deine Gruppe und so weiter. Und ich habe das einfach erstens mal schön gefunden, ein persönliches Gespräch. Und das sind Menschen wie du und ich. Und die sind dann einfach auch sofort dabei, dass sie in wenigen Sätzen ein paar Dinge sagen können, die
Also so richtige wertvolle, so kleine Schätze dann sind, ja, wichtig. Absolut. Also genau dasselbe haben wir auch schon mal erlebt. So, es sind manchmal sind es auch nur die Nebensätze, ja. Aber genau das ist es, was dann hängen bleibt. Und vor allem, ja, es sind, wie gesagt, es ist Kobus, unser europäischer Präsident, da und wir haben es auch geschafft, diesmal nach Österreich ins kleine Leupersdorf, Ben und Prasad einzuladen. Ben ist ja unser Worldwide President und Prasad ist einfach der weltweit zuständig ist für die Produkte. Also, und natürlich nicht zu vergessen, dann ist auch noch unser Niklas dabei, der Farmmanager der europäischen Farmen. Und alle vier, sage ich jetzt mal, und dann sind sogar noch ganz viele dabei, nicht nur die vier, sondern auch aus unserem deutschsprachigen Team ist die Katrin dabei, es ist der Ilja dabei. Es ist der Chris dabei, den viele von euch vielleicht vom Kundenservice kennen. Und es ist sogar unsere europäische Direktorin, die Esen, dabei. Also Hochkarätiger geht's nicht mehr. alle sind da. Ja. Und eure Chance ist es dann auch nicht nur, dass ihr sie als Sprecher auf der Bühne erleben werdet, wo sie ihre Geschichten erzählen werden, wo sie auch Einblick geben werden in Dinge, die sie vielleicht noch nie gesagt haben. Sie sind auch da in den Pausen für euch und sie sind natürlich auch bei der Party am Abend da. Also greift zu, redet mit ihnen, überfallt sie, wo auch immer ihr sie trefft, weil genau das ist es. Und stellt ihnen die Fragen, die ihr ihnen immer schon stellen wollt. Weil bei großen Veranstaltungen, bei einer Convention, wo Tausende von Menschen sind, ist es nicht möglich, ja, dann mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber da sind wir doch, ich sage jetzt, in einem relativ kleinen Kreis. Und ja, das macht es dann noch mal auch ja sehr wertvoll, würde ich sagen. Was ich schön finde, auch von denen ja, zu erfahren, zum Beispiel, was ist denn dein Young Living Lieblingsprodukt? Was ist dein Lieblingsöl und warum? Also auch so ganz andere Dinge. Und da ist jetzt auch nochmal so die Frage, erfahre ich auch was über die Anwendung der Young Living Produkte? Weil wir haben natürlich also eine große Menge Produkte Anwender und die wollen natürlich auch ja, über die Produkte was erfahren. Also, Ja. ich meine, Young Living ist ein produktgetriebenes Unternehmen. Und es sind zwei Faktoren, die einfach ein Network-Marketing-Unternehmen auszeichnen, nachdem man es auch aussucht. Und zwar, das Produkt muss einzigartig sein und der Vergütungsplan muss einzigartig sein. Und beides hat Young Living einfach abgedeckt. Und deswegen sind ja auch bei uns so viele Produktanwender. Wir haben Heiler, wir haben Energetiker, wir haben Esoteriker, wir haben einfach Menschen, die die Produkte einfach so lieben. Wir haben Tierfanatiker und sie alle kommen auf ihre Kosten, denn wir sprechen natürlich über die Anwendung, wir sprechen natürlich über die Produkte, weil sie so wichtig sind. Bei Young Living ist es einfach das Um und Auf, über das Produkt zu sprechen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will die, also ich bin so begeistert, immer, ich gehe davon aus, alle, die hier zuschauen, ihr seid so begeistert, ihr sprudelt sowieso über und euer, wenn ihr irgendwo Young Living in ein Gespräch reinbringen könnt, dann macht ihr es wahrscheinlich. Also gerade für diejenigen, die jetzt so sich auch selber so eine Community aufbauen wollen, gibt es auch Tipps, wie man so das eigene Young Living Business aufbaut? Ja, absolut. Also wir haben ganz, ganz viele Tipps natürlich dabei. Einerseits haben wir jemanden dabei, die, ich will ja gar nicht so viel verraten, ja, Genau, du musst aber aufpassen. Ja. die Platin geworden ist bei Young Living und die vorher, weil es ist ja oft so, viele wären relativ, also viele, einige wären relativ schnell erfolgreich, weil sie vielleicht vorher schon sehr bekannt waren auf Instagram, Influencer waren, schon eine große Community hatten. Aber natürlich, der Großteil von uns hat das noch nicht gehabt. Der Großteil von uns beginnt ganz am Anfang. Und wir haben jemanden dabei, ja, die hat es geschafft, ohne große Community, ohne dass sie Influencerin war, nur mit ihrem Living online ihr Business aufzubauen und ist jetzt Platin und kurz vorm Diamond. Und sie wird euch ganz genau in ganz einzelnen Schritten erzählen, was sie gemacht hat, wie sie das gemacht hat und wie ihr Weg dorthin war. Das ist zum Beispiel ein, finde ich, sehr großes Highlight auch.
Also das ist natürlich schon mal super wertvoll. Also ich meine, ihr habt ja sowieso die Möglichkeit, jeden anzusprechen, den ihr irgendwo rumlaufen seht und sagen, hey, wie hast das du gemacht? Und also jeder ist super gerne bereit. Was muss ich selber mitbringen? Ja, muss ich so mein Schreibzeug sowieso, also ich meine, alle sind einfach super ausgerüstet. Gibt es was zu essen und zu trinken oder muss man sich da selber kümmern drum? Nein, also in dem Package, das ihr, also in dem Preis, der jetzt noch bis Ende Juni im Vorverkauf ist, also jetzt noch bis Ende Juni kostet das Ticket 139 Euro, ist quasi, sage ich jetzt mal, die Vollverpflegung drinnen. Also Mittagspause mit Essen und Getränke und Nachmittagspause mit Kaffee und auch einer Kleinigkeit zum Essen. Also Essen und Getränke sind den ganzen Tag über, werden zur Verfügung gestellt. Es gibt ein Goodie-Bag für jeden, natürlich, wie immer, das gefüllt ist. Also wer unsere Veranstaltungen kennt, weiß genau, dass das Goodie-Bag immer sehr, sehr gut gefüllt ist. Also es ist wirklich alles dabei und ihr seid den ganzen Tag über komplett verpflegt. Das Einzige ist dann nur am Abend, bei der Abendveranstaltung, bei der Party sozusagen, ist natürlich der Eintritt frei. Wir haben einen eigenen DJ, es gibt Musik, wir machen Party gemeinsam. Nur dort ist es dann so, dass ihr euch dann dort einfach eure Getränke und euer Essen selber kaufen müsst. Das ist in Form von Jetons, die man sich vorher dann kauft. Das ist ganz easy, wir führen euch da wirklich total durch und dann könnt ihr am Abend diese Jetons für was auch immer ihr trinken und essen wollt, einfach dann bei unserer Abendparty einlösen und wir hoffen sehr, dass wirklich alle dann auch bei der Party am Abend noch bleiben und dabei sind und gemeinsam mit uns feiern. Also du hast jetzt gerade die Goodie-Bags angesprochen und ich meine, ich kenne eure Goodie-Bags, also die sind immer wirklich was Besonderes. Kann man wirklich sagen. Kann man irgendwie sagen, kannst du ein Appetithäppchen, einfach nur mal so einen kleinen Blick ins Goodie-Bag. Also Ja. Maria. Maria, 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 Maria. Ah. Also, was es geben wird, und da haben wir heute ja schon drüber gesprochen. Also, Wirklich, nein, ich sag. sage jetzt nicht genau, was es Okay. geben wird, aber ihr werdet was drinnen finden, was es so nicht geben wird. Ihr könnt es nicht nachbestellen. Nein, wird es nicht geben, in der Form auf gar keinen Fall. Es wird eine kleine Broschüre sein, die euch sehr bei eurem Businessaufbau unterstützen wird. Das ist mal das eine, was ich sage. So ein kleines, ja, mehr sage ich Mehr nicht. sagst du nicht. Danke. Alles Maria, klar. eine schöne Frage. Danke. Und dann Ich noch beantworte. natürlich wie immer, Ich habe es zumindest versucht. Ja, ja, genau. aber wirklich wie immer feine, feine, feine Dinge, die euch ganz, ganz, ganz gut unterstützen werden. Ja. Wo gibt es Übernachtungsmöglichkeiten? Also entweder, und deshalb haben wir auch diesen Standort gewählt, ja, weil dieser Standort jetzt vielleicht nicht mitten in Österreich ist, stimmt, ja, er ist eher im Süden von Österreich, aber er ist insofern sehr, sehr gut, weil das Kongresszentrum so komplett quasi einzeln steht, ja. Es ist zwar eingebettet in der gesamten Therme von Leupersdorf, aber er steht für sich einzeln, was das Tolle daran ist, dass es rund um dieses Kongresszentrum ganz viele kleine, günstige, wirklich sehr, sehr günstige Pensionen gibt. Also man kann sich da wirklich rundherum überall zu sehr tollen Preisen einmieten. Das Hotel, das direkt neben dem Convention Center ist, da haben wir auch ein Kontingent, ja. Also wenn ihr euch dort ein Zimmer nehmt, bitte unbedingt unter den Namen Young Living Aroma Akademie, egal, die wissen dann schon, wo ihr dazugehört. Da gibt es dann auch vergünstigte Preise, wer im Hotel übernachten möchte. Aber wer einfach sagt, nein, das ist mir zu teuer, dann könnt ihr wirklich außerhalb in einer günstigen Pension übernachten. Das Tolle daran ist auch noch, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Familie kommt, was ganz, ganz viele auch machen, dann könnt ihr, ja, mit den Kindern kann der Mann tagsüber in die Therme daneben gehen und einfach mit den Kindern Spaß haben, während
die Frauen oder die Männer oder wie auch immer bei uns im Seminar sitzen. Und das hatten wir schon einmal und das war eben so toll, weil es einfach so viele Möglichkeiten rundherum gibt und man einfach so viel auch dort unternehmen kann. Es ladet natürlich auch ein, dass du jetzt nicht nur einen Tag dort bist, sondern vielleicht wirklich ein verlängertes Wochenende machst, von Freitag bis Sonntag, und da wirklich eine Auszeit hast. Du hast dann am Samstag so diese Veranstaltung von uns und trotzdem bist du vorher und nachher noch dort. Also es ist unglaublich toll und ist halt auch für deine Seele was und für die Seele deiner ganzen Familie was ganz Schönes. Natürlich super. Wie schaut's aus, das Baby mitbringen? Also, man, das ist ja nicht so, ein Baby ist ja oft so, bei der Mama kann man nicht so gut und Papa die ganze Zeit abgeben. Kein Problem. Ihr könnt Babys mitnehmen, ihr könnt Kinder mitnehmen. Die Frage kam schon sehr oft. Ihr könnt natürlich Kinder mitnehmen. Kinder bis zu 8 Jahren, die auf der Schoß sitzen können, da geht es halt auch um den Platz. Die brauchen sich kein Ticket kaufen. Ab 8 Jahren, sobald ein Kind einen Sitzplatz braucht und es ist älter als 8 Jahre, dann bitte unbedingt auch ein Ticket für dieses Kind kaufen, weil ja dann natürlich auch konsumiert wird und die Konsumation da dann auch mit hineinfällt. Bei den kleineren Kindern, ja, lass mal das unter den Tisch fallen. Jetzt ist natürlich so die Frage, also viele, die jetzt so inspiriert sind, sagen, ich gehe dahin, wie sinnvoll ist es? Also eure Erfahrungen, ich meine, ich denke mir schon meinen Teil dazu, aber ich frage es trotzdem, wie sinnvoll ist es, wenn ich mit meinem Team hier gleich komme? Entschuldigung. Also, das ist sowieso das Beste, was du machen kannst, weil die Motivation, die Begeisterung, die hier entsteht, hat ja den Sinn, dass dein Team begeistert wird. Und je mehr du von deinem Team mitnimmst, umso schneller und stärker wirst du auch sehen, wie dein persönliches Wachstum, natürlich dann auch dein Einkommen bei Young Living steigen wird. Denn die Umsätze werden dadurch auch parallel hochgehen. Und das Ziel ist es, dass wir ganz, ganz viele Menschen begeistern. Und deswegen sehen wir die Veranstaltung auch irgendwie so wie ein Aufladen deiner persönlichen Batterie. Und das Spannende ist ja, dass wann immer ein Vertriebspartner, ein Brandpartner von Young Living mit anderen spricht und seine Sorgen und Ängste und Gefühle mitteilt, wo es hapert, wo es hakt, wir darauf kommen, dass jeder dieselben Probleme hat. Das heißt, wir Vertriebspartner, wir Brandpartner, wir haben alle dieselben Probleme. Wir suchen Leute, wir haben oft schwer, sie zu betreuen, was auch immer die Themen sind. Jeder hat die gleichen Themen und da kann man sich natürlich super austauschen, sich Tipps holen, wie machen es die anderen und wie kann ich für mich einfach schauen, dass mein Business dadurch auch schneller wächst oder dass ich eine bessere Betreuung machen kann. Und eins ist vielleicht auch noch wichtig, wenn du alleine bist und noch kein Team hast, trau dich auch zu kommen. Es sind so viele Menschen dort, die dich abholen und einfach gleich mit in den Bann ziehen. Denk dir nicht, nein, ich traue mich jetzt nicht, dabei zu Kenne sein, weil ich so. kenne niemanden. Nein, wir sind, ich sage immer, wir sind one big family. Sei einfach dabei. Da holst du dir wirklich Inspiration und gewinnst vielleicht auch neue Freunde. Und sprich uns an, sprich andere, die erfolgreich sind, einfach an. Hab den Mut, rede mit allen, die einfach da sind. Jeder liebt es, über Young Living zu sprechen, sonst würde er nicht da sein. Also ich kenne das auch von der, gerade so von der letzten Convention in Kroatien, ist mir das aufgefallen, da waren so viele mit Team, die mit dem Team waren, bei denen hat das einfach so ein Mega-Wachstum direkt nach dem Event gehen. Genau. Also Und deswegen muss man es auch nützen. Und ich sage, jede Veranstaltung, die du möglich machen kannst, dass du besuchst, ist für dich eine Rakete, ein Antrieb. Denn die Veranstaltung ist wie eine Aufladung deiner Batterie. Es ist Motivation, es ist Begeisterung. Alle Bereiche in dir werden aufgeladen. Und deswegen ist es so wichtig, eigentlich keine Veranstaltung auszulassen. Und ich würde sagen, gerade diese Veranstaltung, von der wir jetzt gerade reden, ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für dich, weil eben, so wie wir vorhin gesagt haben, so viele Menschen da sind, die einfach, ja, dir weiterhelfen und dich begeistern werden. also ich sehe das so, ich meine, sonst gibt es ja immer so eine Young Living Convention. Also in diesem Jahr gibt es ja keine europäische und das kann man wirklich so sehen als unsere europäische Mini-Convention.
Ja. Wobei, so mini ist es ja gar nicht, weil wenn Ja, die ist nicht Menschen, die da mini. sind, ja, eben da sind, das ist schon wirklich was Gewaltiges, finde ich halt. Absolut, ja. Und wir, ja, wir als die größte Region Deutschland, Österreich, veranstalten das und wir füllen eigentlich schon damit den Saal. Ich meine, wie toll ist das? Und ja, deshalb kann ich nur jedem sagen, bitte Ja, seid kommt's einfach. dabei. Ja. Ja, kommt und holt euch die Tipps, wie es geht. Ja, also man, ja. Jetzt kommt noch eine andere Frage, die vielleicht für manche ganz wichtig ist. Was ist, wenn jemand jetzt kein Englisch spricht? Okay. Danke für die Frage, die ist wichtig. Die ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, wie immer, geben wir alles. Auch diesmal, wir haben eine komplette Simultanübersetzung organisiert. Das heißt, der gesamte Event wird von Deutsch auf Englisch und umgekehrt übersetzt. Natürlich auch für die Englischsprachigen, die sonst drinnen sitzen und uns nicht verstehen, wird er dann auch auf Deutsch übersetzt. Aber vor allem für uns, die Englischsprachigen nicht verstehen oder viele von uns, die bekommen eine direkte Simultanübersetzung auf ihr Handy. Also alle, die sich angemeldet haben, bekommen dann auch noch E-Mails. Ihr bekommt noch ganz viele E-Mails von uns, wo ganz genau drinnen steht, was zum Mitnehmen ist. Ja? Also ihr braucht einfach euer Handy mit dabei und am besten Kopfhörer mit. Und dann gibt es eine App und da kommen noch ganz genaue Anleitungen, wie die App runterzuladen ist und, und. Und dann bekommt ihr eine direkte Simultanübersetzung auf eure Ohren. In Jetzt eure wird es Ohren. natürlich noch zusätzlich interessant, weil wenn jetzt jemand ein Team hat, sagen wir mal in der Tschechoslowakei, in Rumänien oder, dann ist es jetzt nicht nur für die Deutschsprachigen interessant, sondern also alle, die Englisch sprechen. Ja, genauso. Jeder, der Englisch spricht, kann dabei sein, weil alles übersetzt wird, ja. Also ich habe schon auf die Speakerliste geschaut und da ist Hermann Scherer mit drauf. Also, man, das ist ja toll, dass ihr Hermann Scherer da gewinnen konntet für diesen Event. Erzählt vielleicht noch mal ein bisschen was über den Hermann Scherer für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Ah, ja, sehr gerne. Also, der Hermann ist über die Jahre, also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir ihn schon kennen, sehr, sehr viele Jahre, sowas wie ein guter Freund von uns geworden. Und ich habe ihn schon öfters mal eingeladen und er kommt denn oft nicht. Jetzt konnte er dabei sein. Und der Hermann ist einer, der, ich sage immer, wirklich on the point dich trifft, an all deinen Schmerzpunkten, die du hast, Oh. ja, und wirklich dich auch komplett abholt. Und du brauchst den Hermann und bitte schnappt ihn euch in den Pausen, ja. Der Hermann ist, sage ich immer, ein sehr wertvolles Gut, ja, und er ist auch nicht der günstigste Speaker und er ist für euch da, ja. Schnappt ihn euch wirklich. Dem Hermann braucht man nur irgendwas sagen, wo man sich gerade schwer tut, wo ich gerade ein bisschen einen Stolperstein habe. Und er sagt dir genau in der Sekunde, was dein Weg zum Erfolg ist. Und auch darüber wird er auf der Bühne sprechen. Also er hat eine ganze Stunde zur Verfügung auf der Bühne und wird wirklich ganz klar euch den Weg zum Erfolg zeigen, auch anhand seines Weges. Und er hatte keinen leichten Weg, ja. Und er ist halt ein absoluter Macher. Und das ist auch das, was er auf der Bühne ausstrahlt. Und er nimmt wirklich jeden mit. Und er nimmt jeden Zweifler mit. Er nimmt jeden mit, der noch immer nicht genau weiß, wo sein Weg hingehen soll. Also er ist wirklich einer, der dich an der Hand nimmt und dich dorthin führt, wo du noch gar nicht glaubst, dass du hinkommen kannst. Das ist der Hermann. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaub, da sind viele an dem Punkt, dass sie noch gar nicht ahnen, wo sie eigentlich hinkommen könnten. Ja. Ja. Definitiv. Ihr habt noch andere Speaker. Also gerade mal, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Ben Prasad vielleicht auch der Kobus. Also man, jetzt ist ja vorher im Juli, jetzt ist ja die Convention im Juli. Die internationale erfahren wir da, also für alle, ich habe schon mitbekommen, es fliegt ein ganzer Schwung auf die internationale Convention, aber für alle, die da jetzt nicht mit fliegen auf die internationale Convention, erfahren wir da eben bei diesem Event auch,
die neuesten Neuigkeiten. Ja, ich denke schon, dass wir die neuesten Neuigkeiten erfahren. Wir wissen noch nicht genau und ich kann es noch nicht versprechen, ob wir natürlich dann auch die neuesten Produkte schon haben werden. Aber wir arbeiten dran, dass natürlich dann auch Convention-Produkte schon vielleicht verfügbar sind. I don't know, ja. Versprechen können wir ja gar Können nicht. wir Ja, gar ja. nichts. Wir sind da natürlich total dran und dass natürlich beim Brassard, Kobos, wer auch immer, natürlich über die Convention sprechen werden, über die Firma sprechen werden, die Zukunftsaussichten von Young Living, all das ja, werden wir abdecken. Und wir haben natürlich auch rundherum ein Rahmenprogramm, das, glaube ich, wieder mal recht toll Ja, ist. schön Ja. wird. Super. Also man. Eure Events waren immer mega genial, sehr emotional, oft auch sehr lustig. Ja, also man lernt ja auch oft, wenn es ja, wenn es irgendwie angenehm ist. Manchmal muss man da Schmerzpunkte durchgehen, so wie du sagst, wenn der Hermann genau den Schmerzpunkt drückt. Gibt es noch irgendwelche Highlights, die ich euch jetzt noch entlocken kann? Ich glaube, dass Ich glaube, wir sollten nicht so viel verraten. okay. Ja, weil wenn wir jetzt die Katze aus dem Sack lassen, dann ist ja keine Überraschung mehr da. Aber der Titel ist ja auch schon so bezeichnend. Und The Power of One ist ja genau das, was uns alle im Netzwerk betrifft. Denn jeder, der beginnt, beginnt als erster und einziger in seiner Organisation, als die Spitze seiner Organisation. Und wenn man das ganz zurückverfolgt, irgendwann war Gary da und hat einfach die Idee gehabt, das zu machen. Und deswegen ist es wichtig, einfach dass wir alle einfach in dieses Bewusstsein hineinkommen, dass jeder Einzelne der Schlüssel für den Gesamterfolg von Young Living ist. Und das versuchen wir halt in dieser Veranstaltung rüberzubringen. Und ja, das ist es eigentlich, das Bewusstsein zu erlangen, dass jeder Einzelne wichtig ist. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne in deinem Team ist wichtig, egal ob er nur Produkte verwendet. Denn wie es so schön aus kleinen Fischen können große werden. Und wir sind ja permanent auf der Suche nach großen Fischen. Wer das Trainer von mir kennt, weiß, dass es letztendlich um 7 Big Fishes geht. Um 7 große Fische. Und wir möchten mit dieser Veranstaltung euch zu den großen Fischen machen. Wir möchten bei euch das Bewusstsein so, da in das Bewusstsein so hineingehen, dass ihr euch als großen Fisch seht. Denn der Unterschied, ob du ein kleiner Fisch oder ein großer Fisch bist, hat nur mit deiner Einstellung im Kopf zu tun. Ja, absolut. Und vor allem, wir haben natürlich auch noch ganz tolle Speaker, wirklich Brandpartner, die brennen für das, was sie tun. Tolle Menschen, die tagtäglich Young Living leben, so wie ihr alle. Ja? Wir haben uns jetzt ein paar rausgeholt, die wir auf die Bühne holen werden, damit sie wirklich auch dort über ihre Leidenschaft sprechen und Ihre Geschichte über ihre erzählen. Geschichte sprechen. Und alle deutschsprachigen, fast alle, ich glaube, alle deutschsprachigen Diamonds werden anwesend sein. Also auch da, wir sind alle da für euch, ja, und ihr könnt euch uns schnappen, jeden, der dort ist, schnappen und ja, Fragen, fragen. Und das ist halt reden. wirklich definitiv die beste Gelegenheit, weil wir sind für euch da. Also ich finde das so schön, dass ihr The Power of One diesen Namen gewählt habt, weil ich meine, ich gehe davon aus, also alle, die es da zuschauen, wenn ihr schon bei den Event wart, man hat wirklich so das Gefühl, man ist eine Familie, weil also egal wie unterschiedlich wir alle sein wollen, wir haben alle einen gemeinsamen Nenner, so die Herzensenergie für Young Living ist unser gemeinsamer Nenner und man fühlt sich dann wirklich wie so in einer Familie. Also wenn ihr gerade mal wieder so ein Familiengefühl braucht, dann laden wir euch herzlich ein. Seid dabei im September. Bis Ende Juni gibt es eben noch den Vorverkaufspreis. Ja, hol dir die Inspiration. Ja.
Ja, Ja, so unbedingt. wichtig, ja, so wichtig. Ich stelle jetzt den Link auch nochmal unten rein, oben rein, keine Ahnung, irgendwo, damit wirklich jeder, der noch nicht kein Ticket hat, bitte holt euch euer Ticket. Young Living selbst macht jetzt auch noch eine E-Mail-Aussendung zu dem Event. Ja, wir freuen uns natürlich auf alle, alle, alle und Teilt es, teilt die ja. Information, die Einladung, das Video, teilt Und es einfach. nicht, dass ihr es dann nachher bereut, wenn ihr nicht Genau. dabei wart. Und oft ist es so, dass wenn man dann alleine dort ist, dann sagt, ach, es ist so schade, hätte ich doch einige von meinem Team mitgenommen. Und deswegen sage ich das jetzt schon. Teile es in deinem Team, damit du nicht alleine dort bist, damit dein Team da ist, ein Teil deines Teams oder so viel wie möglich, denn dann wirst du zum Schluss sagen, Gott sei Dank habe ich mein Team hier, Gott sei Dank sind sie dabei. Ja. Ja. Also vielen, vielen Dank euch für so den Einblick, so Mini-Blick hinter die Kulissen. Und wir freuen uns schon alle riesig, ja, auf euren Event. Also auch vielen, vielen Dank, dass ihr die Organisation macht. Also man, alle, die schon mal kleinere oder größere Event organisiert haben, das ist schon, da hängt ordentlich was dran. Da ist viel Das Arbeit stimmt, dabei. ja. Das ist viel Ja, Arbeit. Jeden also Tag sind wir vielen Dank. dran. Ja, und danke dir, liebe Maria, für das Interview. Es war wirklich jetzt ganz toll, hat uns sehr gefreut. Und jeder, der Fragen hat, bitte fragt es uns jederzeit. Ja, also wir sind da. Immer, Immer, immer. immer. Ja. Vielen Dank, Maria. okay, ihr Lieben. Super, Ja, danke schön. das war's auch schon. Alles Danke. Liebe, Ja, tschüss. bye. Ciao, Tschüss. ciao. So, wer ist noch da von euch allen? Alle sind noch da, das ist doch schön. Wir Wir sind nicht mehr live auf Facebook. Wir sind noch live in der